Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute haben wir ein ganz besonderes Rezept vorbereitet. Und zwar machen wir Seelachs mit Gemüse und einer Kräuterfrischkäsesoße. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Das erste, was wir brauchen Wasser und also Gemüsebrühe. Ich nehme immer so zwischen 700 und 1000 Gramm Wasser. Das richtet sich so ein bisschen nach der Reissorte, die wir hier gleich im Thermomix mit garen. Wie gesagt, es wird Gemüsebrühe. Dazu nehme ich hier unseren Suppengrundstock. Das ist eine ganz tolle Sache. Das könnt ihr auch selber machen hier mit eurem Wunderkessel. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, im Forum haben wir jede Menge Rezepte. Aber natürlich zeige ich euch auch hier im YouTube-Kanal, wie das funktioniert. Da machen wir mal so ein bisschen mehr. Das ist so ein Esslöffel reicht etwa für einen halben Liter. Als nächstes nehmen wir 200 Gramm Reis. Das kommt hier in den Siebeinsatz. Deckel drauf. Soweit alles fertig. Und wir brauchen natürlich den Varoma. So. Unten in den Garaufsatz, da machen wir Gemüse so. Also wir haben jetzt so etwa 300-400 Gramm. Ihr könnt da mehr nehmen, ihr könnt da weniger nehmen. Das kommt ganz drauf an, wie viele Personen ihr seid. Das, was wir jetzt kochen, ist so für etwa 2 bis 3 Personen. Auch was das Gemüse anbelangt, seid ihr da frei, was ihr nehmt. Ihr könnt natürlich Zucchini nehmen, Auberginen nehmen. Es eignen sich klar. Natürlich haben wir jetzt auch hier Möhren und Paprika. Also da bleibt das euch überlassen, was ihr da genau reinmacht. Und oben in den Einlegeboden kommen jetzt unsere Lachsfilets. Die habe ich heute Morgen hier bei uns gekauft im Ort und ihr seht, die Fischfachverkäuferin, die hat es wirklich gut mit mir gemeint. Die Teile sind wirklich enorm, aber ich habe vorhin schon mal geguckt, sie passen gerade so rein. Ja, gerade so. Man muss immer gucken, dass nicht alle Schlitze bedeckt sind, aber die gehen ja auch dann gleich noch ein bisschen zusammen. Das Ganze wird etwas gesalzen mit Meersalz aus der Mühle und mit etwas Zitronensaft noch beträufelt. Auch das ist Geschmackssache, wie viel Zitronensaft man da nimmt. Ich habe das gerne, wenn das zitronig ist. Wir setzen den Garaufsatz auf und ein paar Paprikakerne, starten den Thermomix etwa 25 bis 30 Minuten. Das liegt natürlich an eurem Gemüse und auch an eurer Reissorte. Müsst ihr immer mal zwischendurch überprüfen, aber so 25 Minuten ist, denke ich, eine ganz gute Zeitangabe. Natürlich in Varoma-Stufe, damit das Ganze oben schön gegart wird. So, ich gebe mal 25 ein. Mehr kann man immer machen und das Ganze in Stufe 1. Was ich immer noch mache, bevor ich das jetzt laufen lasse, ich lasse einmal den Thermomix so auf 8, 9 laufen kurz, damit der Reis oben gewässert wird. Das mache ich jetzt auch einmal. So, dann ist nämlich auch unser Suppengrundstock schön durchgemixt und dann brauchen wir nur noch zu warten, bis das soweit durchgegart ist. Zum Seelachs ist noch eine Sache zu sagen. Es gibt natürlich auch tiefgefrorenen Seelachs, den könnt ihr auch nehmen, ganz klar. Entweder taut ihr den vorher auf, morgens einfach in den Kühlschrank und wenn ihr abends nach Hause kommt, ist der entsprechend aufgetaut. Ihr könnt den aber selbstverständlich auch tiefgefroren hier in den Einlegeboden legen. Dann allerdings müsst ihr die Garzeit etwas verlängern. Also ich denke mal so 5 bis 6 Minuten solltet ihr dann auf jeden Fall länger dämpfen. Dann auch ein bisschen gucken mit dem Gemüse, was ihr da macht. Da müsst ihr ein bisschen rumexperimentieren. Ich habe jetzt frischen genommen. Der sieht wirklich super gut aus. Ich bin gespannt, wird wahrscheinlich sehr, sehr lecker. So, es ist soweit, es klingelt und gefühlt würde ich sagen, der Fisch ist auf jeden Fall durch. Nicht verkocht, aber das Gemüse sieht großartig aus. Der Reis ist auch schön aufgegangen. Also, stellen wir jetzt den Varoma ein bisschen zur Seite. Den müssen wir warm stellen und den Reis ebenfalls, denn jetzt machen wir noch die Soße.
Von dem Gashut, der jetzt noch unten im Mixtopf war, haben wir jetzt 250 Gramm abgefüllt, den Rest entsorgt und damit machen wir jetzt die Soße. Wie gesagt, 250 Gramm Gashut, dann 150 Gramm Milch, dann habe ich hier jetzt, um das Ganze ein bisschen zu binden, 40 Gramm Reismehl. Bisschen Pfeffer noch rein und dann wird das 3 Minuten auf Stufe 4 bei 100 Grad erwärmt und gemischt. Los geht's! 3 Minuten, 100 Grad, Stufe 4. Ihr könnt natürlich statt dem Reis auch Kartoffeln in dem Siebeinsatz mitkochen und wenn ihr jetzt sagt, Fisch ist nicht so meins, dann könnt ihr natürlich auch einfach einen Gemüseteller, ja, mit der entsprechenden Soße, die ich jetzt gerade hier vorbereite, kochen. Außerdem kann man statt Seelachsfilet auch Rotbarsch nehmen oder natürlich auch Lachsfilet. Das geht selbstverständlich auch. Da könnt ihr gerne ein bisschen ausprobieren. So, gleich ist soweit. Dann ist der nächste Arbeitsschritt für unsere Soße dran. Kurze Abkühlphase und wir machen als nächstes, zack, 100 Gramm Kräuterfrischkäse rein und etwas Dill. Ihr könnt natürlich auch Petersilie nehmen, aber ich mag Dill und das passt perfekt zum Seelachsfilet. Und wenn ihr jetzt keinen Kräuterfrischkäse habt, dann nehmt ihr einfach normalen Frischkäse und macht einfach noch ein paar Kräuterchen mehr dazu. Ja? Ich bin immer Freund davon, das zu nehmen, was man sowieso schon zu Hause hat und das zu verarbeiten und das geht ja hier wunderbar. Das Rezept lässt ja Spielraum für eigene Ideen. Deckel drauf und das Ganze jetzt nochmal eine Minute bei 100 Grad und zwar mit Stufe 4. So, die Soße ist jetzt durch. Ich lasse jetzt nochmal ein paar Sekunden Stufe 10 laufen. Ihr könnt natürlich auch einen Turbo verwenden, wenn ihr den TM31 habt. Beim TM5 geht der Turbo erst, wenn es unter 60 Grad ist. Einmal kurz anlaufen lassen. Und das reicht auch schon. Boah, das riecht schon mal fantastisch, vor allem nach Dill. Super, jetzt gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen abschmecken müssen mit Pfeffer und Salz. Aber ich glaube nicht, denn dieser Kräuterfrischkäse, der ist ja schon an sich sehr würzig. Ein bisschen Salz müssen wir noch dazu machen. Das mache ich jetzt gleich noch und dann richten wir das Ganze mal an und dann sage ich euch, wie es schmeckt. So, also angerichtet sieht es nochmal richtig gut aus. Es riecht absolut fantastisch. Die Soße, da freue ich mich richtig drauf. Aber ich bin sehr, sehr gespannt auf den Seelachs, weil da lohnt es sich halt echt auch ordentliches Grundmaterial zu kaufen. Boah, und der ist echt, echt butterzart. Wahnsinn. Gemüse ist auch genau richtig. Also wir waren mit der Zeit da sehr gut dabei. Der Reis ist durch und die Soße ist echt der Oberhammer. Absolut. So, bevor ich das jetzt aufesse, sage ich euch vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, herrlich, dann liked es auf jeden Fall. Abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, für weitere tolle Rezepte mit dem Thermomix, Tipps und Tricks rund um den Wunderkessel. Ja, und wenn ihr Ideen habt, Erfahrungen, wie ihr Fisch zubereitet, dann schreibt mir das doch einfach in die Kommentare. Ich freue mich drauf, von euch zu lesen, von euch zu hören und sage bis dahin Tschüss und ja, guten Appetit.